Hallo, willkommen. Ich bin die Lucia. Ich habe heute vor, mit euch einen Sun Salutation Flow zu machen. Das heißt Sonnengruß, vielleicht in dieser Art und Weise oder sonst natürlich auch mit Moves, die wir aus der Yoga-Praxis kennen. Es kann jeder mitmachen, also du musst noch nie Yoga gemacht haben. Es ist für alle passend. Eine Matte grundsätzlich wäre praktisch. Wenn du keine Matte zu Hause hast, kannst du gerne auch auf dem blanken Boden üben. Wir werden jetzt keine Bewegungen machen, die stark auf die Knie gehen. Es geht auch auf einer Gymnastikmatte. Hier allerdings ein bisschen schauen, dass du den guten Halt hast. Gut, richte dich schulterbreit auf. Ich mache es zuerst in der Frontalen vor, damit du leicht mitkommst. Die Beine sind hüftbreit geöffnet. Wir verlagern das Gewicht gleichmäßig auf den Groß- und Kleinsehbar in die Fersenpunkte. Gerne ein bisschen hin und her schaukeln, auch von einer Seite zur anderen, um herauszufinden, wo dein Schwerpunkt ist, wo du den Fuß gleichmäßig belasten kannst. Du kannst dazu gerne deine Augen schließen, weil wir spüren besser, wenn die Augen geschlossen sind. Und wenn du den Punkt gefunden hast, wo du dich satt anfühlst in den Fußsohlen, dann Ruhe. Hier bring deine Zehenspitzen locker zum Boden. Und dann richte dich von deinen Füßen gerade nach oben aus. So, als würden deine Beine nach oben streben, deine Hüfte mit nach oben nehmen, hinaufwandern zu deinem Nabel, zu deinen Rippen, zu deinem Brustbein, deinem Schlüsselbein, deinen Schultern, deinem langen Hals, deinem Hinterkopf, bis hinauf zu deiner Kopfkrone. Die Arme hängen sanft seitlich neben deinem Oberkörper. Die Finger sind ganz entspannt, vielleicht wackel, bewege deine Finger ganz leicht, um die Fingermuskulatur zu glätten. Du kannst auch kleine knetende Bewegungen machen. Du kannst auch gerne die Handgelenke ein bisschen kreisen, ein bisschen mobilisieren. Ja, im Sonnengruß sind immer wieder Bewegungen dabei, wo wir die Handgelenke aktiv brauchen. Im abscheuenden Hund beispielsweise. Deshalb hier ein gutes Gefühl für deine Hände entwickeln. Und richte dich auf, sammle noch einmal die Achse von deinem Schambein bis zum Schlüsselbein, deinem Kinn, der Nase, deinem Stirnpunkt, deinem dritten Auge und deinem Scheitelpunkt. Und dann hebe deine Arme nach oben, blicke zu deinen Daumen und strecke die Arme wieder zur Seite aus. Neige den Blick nach unten. Öffne die Arme zur Seite, bring die offenen Handflächen zusammen und bei der Ausatmung presse die Handflächen wieder nach unten zum Oberschenkel. Wieder einatmen nach oben, die Schultern bleiben dabei tief und die Arme ausstrecken. Nochmal einatmen, die Arme nach oben und die Arme wieder ausstrecken. Letztes Mal, wir bleiben mit den Händen oben, bleiben Handfläche auf Handfläche. Du ziehst die Arme aktiv nach oben, bring deine Hände vor dein Herz, beuge leicht deine Knie und komm in eine Art Flatback, das heißt den Oberkörper gerade ausrichten. Und dann rolle wieder hoch, bring deine Hände nach oben und breite die Arme zur Seite aus. Ein zweites Mal die Arme anheben, zusammenführen, vor das Herz führen, gleichzeitig die Knie ein bisschen beugen, den Oberkörper nach vorne legen und wieder aktiv nach oben, die Beine strecken und die Arme absenken. Ein letztes und drittes Mal die Arme nach oben ziehen, Hände vors Herz, ein bisschen nach unten rollen, Flatback. Und dann noch einmal aufrollen und dann schließen die Arme, schließe deine Beine, sodass die großen Zehen sich berühren. Und jetzt öffne deine Handflächen, bring die Arme wieder über deinen Kopf, Handflächen zusammen, wir beugen die Knie und jetzt bringe deine Hände auf den Boden, schieb die Nasenspitze zu deinen Knie, strecke die Beine, hebe deinen Kopf, Fingerspitzen auf den Boden führen und die Beine wieder beugen. Die Hände zur Seite ausbreiten, wir richten uns auf, bringen die Handflächen zusammen und die Arme wieder zur Seite ausbreiten. Ein zweites Mal die Arme anheben, Handflächen zusammenführen, gemeinsam mit den Händen zum Herz, die Beine beugen, aus dem Flatback die Hände zum Boden richten, die Beine strecken, Nase zum Knie, auf die Fingerspitzen kommen, Oberkörper rausstrecken, dabei das Kinn anheben. Und dann wieder zusammenführen, Knie beugen und wir rollen langsam auf, schließen noch einmal die Hände neben deinem Oberkörper. Wir gehen ein Stück weiter, einatmen die Arme nach oben, gemeinsam wieder sanft nach unten, wenn es ein bisschen flüssiger wäre, die Nase zum Knie,
Wir strecken langsam heraus und wir beugen die Beine. Jetzt die Handflächen fest auf den Boden, löse dein rechtes Bein, steig mit dem rechten Bein weit nach hinten, hebe deinen Kopf. Handflächen auf den Boden fest und schieb auf das linke Bein gerade nach hinten. Dann setze beide Knie auf, lass den Popo oben, drücke Brust und Kinn zum Boden und schieb dich dann von hier in eine Kobra. Die Schultern bleiben tief, das Kinn leicht nach vorne gerichtet. Zehenspitzen aufstellen, wir rollen uns nach hinten und setzen uns mit dem Gesäß auf die Fersen für die Stellung des Kindes. Und dann roll deinen Rücken auf in den Katzenbuckel und komm in den hohen Liegestütz. Die Arme gestreckt, die Beine gestreckt. Jetzt steig mit deinem rechten Bein nach vor, mit deinem linken Bein, bis wir ein umgedrehtes V bilden, den sogenannten abschauenden Hund. Finger sind aufgespreizt, die Beine sind parallel, der Kopf locker zwischen deinen Schultern, wir blicken durch die Beine hinweg. Mit der nächsten Einatmung hebe dein rechtes Bein, beuge das Knie. Und versuche einen großen Schritt nach vor zwischen deine Hände zu setzen, sodass das Knie wieder gebeugt ist. Dann drück dich ab, hebe dein rechtes, linkes Bein in einen dreibeinigen Vorwärtsbeugeposition. Setze den Fuß neben den rechten. Länge dich noch einmal, bring deine Nasenspitze zu deinen Knien. Und jetzt beuge die Beine, breite die Arme zur Seite aus, bis die Hände sich wieder finden über deinen Kopf. Und breite die Arme zur Seite aus. Wir machen es gleich mit dem anderen Bein beginnend. Einatmen, die Arme nach oben führen. Gemeinsam sinken wir nach unten, rollen uns ein, bring deine Hände zum Boden und dann streck dich über einer Welle langsam heraus und mach dich wieder ganz klein, Nasenspitze zum Knie, in das linke Bein, steige weit nach hinten, das rechte Bein ist gebeugt, du hebst deinen Kopf heraus. Und dann schieb dein rechtes Bein dazu, sodass wir im hohen Liegestütz sind. Die Knie wieder absetzen, Popo nach oben richten, Herz und Kinn zum Boden führen und von hier die Beine ausstrecken und in eine Kobra kommen. Zehenspitzen aufstellen, wir schieben uns nach hinten in die Stellung des Kindes, dabei den Rücken lang machen. Hände in die Matte pressen, einen runden Rücken bilden, Kopf ist eingerollt und dann ausglätten für den hohen Liegestütz. Jetzt mit dem linken Bein einen Schritt nach vor, mit dem rechten dazu, in den abschauenden Hund kommen. Die Füße sind schulterbreit geöffnet, die Arme sind leicht ausgedreht, sodass die Schultermuskulatur möglichst offen ist. Und dann hebe dein linkes Bein, beuge das Knie und zieh den Oberkörper mit dem Bein nach vor, bis der Fuß zwischen deine Hände kommt. Drück dich ab, hebe dein rechtes Bein, schieb den Fuß zu deinem linken Bein dazu. Dann roll dich wieder ein, Arme lösen, weit über den Kopf führen und ausatmen, zur Seite bringen. Mit der Einatmung den Kopf heben, wir rollen uns nach unten, ganz locker werden, es mobilisiert ganz perfekt unseren Rücken, kommen aus der ganzen Vorwärtsfolge in die halbe Vorwärtsfolge. Wieder leicht einrollen, das rechte Bein nach hinten steigen lassen. Kinn anheben, das linke Bein möglichst lang am Körper lassen und dann gerade ausstrecken. Wir setzen wieder die Knie ab und senken Brust und Kinn zum Boden und längen uns wieder heraus in die Kobra. Vielleicht ein bisschen höher setzen, die Oberschenkel, die Knie sind dabei noch am Boden. Und dann zieh die Zehenspitzen wieder in die Matte, länge dich nach hinten innen in die Stellung des Kindes und aktiv runder Rücken. In den hohen Liegestütz kommen. Das rechte Bein, das linke Bein heranstellen. Linken Fuß fest in die Matte pressen, das rechte Bein weit nach oben anheben und die Kniegelenk beugen, Fußgelenk kreisen in die eine Richtung und in die andere Richtung. Dann lass den Fuß entspannt, streck das Bein wieder aus. Zieh das Knie beim Abrollen zu deiner Nasenspitze, schieb den ganzen Körper nach vor zu deinen Händen, setz den Fuß vorne ab und dann drück dich wieder mit dem rechten Bein, so dass das linke Bein zurückkommen kann. Senke deine Nasenspitze zu deinen Beinen, roll den Oberkörper ein, zieh deine Arme weit nach oben. Mit der Ausatmung wieder schwimmende Bewegung der Arme absenken. Seite, Seite, einatmen, den Oberkörper anheben,
Zusammenrollen, ganz locker machen, klein machen, bis die Hände zum Boden kommen. Von hier wieder in die halbe Vorwärtsbeuge herausstrecken. Und einrollen, das linke Bein anheben, nach hinten steigen. Hände flach am Boden lassen, das rechte Bein anheben und ganz langsam nach hinten ziehen, bis es ausgestreckt am Boden ist. Knie absetzen, Brust und Kinn absetzen und in eine wunderschöne Kobra mit tiefen Schultern kommen. Nach hinten setzen, in die Stellung des Kindes mit aufgestellten Fersen, Finger fest in den Boden, rein einen wunderschönen Rundrücken machen und glätten in den hohen Liegestütz. Linkes Bein, rechtes Bein näher steigen lassen, damit du dich leichter in den abschallenden Mund bewegen kannst. Rechten Fuß fest in die Matte pressen, das linke Bein anheben, im Kniegelenk beugen, die Hüfte ein bisschen aufmachen und dann kreisen das Fußgelenk in die eine Richtung und in die andere Richtung. Das Bein wieder ausstrecken und im Tiefgehen das Knie beugen, zur Nasenspitze ziehen, den Oberkörper nach vorschieben, den Fuß zwischen die Hände bringen, ab. Federn, das rechte Bein dazusetzen, Nasenspitze zum Knie, einrollen, aufrollen und wieder landen mit den Armen seitlich neben dem Oberkörper. Wir bleiben im Fluss, wir machen immer weiter, locker, leichte Sonnengrüße und ausatmen wieder nach unten. Jetzt gestreckt bleiben wir ganz kurz, die Knie, die Beine bewegen. Die Beine gestreckt lassen, herausziehen in die halbe Vorwärtsbeuge, einrollen, wir rollen uns wieder auf, ich war einen Schritt zu viel, zu schnell heraus und die Arme absenken. Jetzt geht es wieder weiter, so wie wir es kennen, einatmen, die Arme in den Kopf, langsam einrollen, wir bleiben heute bei diesem Muster, möglichst lange am Rücken mobil bleiben. Kopf herausstrecken, die halbe Vorwärtsbeuge. Wieder einrollen und das rechte Bein nach hinten steigen, Sack absetzen, dann das linke Bein folgen lassen, Knie, Brust und Kinn. Bei der Cobra ein bisschen höher werden, die Arme schön nach hinten pressen und dann länge dich nach hinten, lass jetzt aber die Füße flach. Schultern bleiben mit den Fingerspitzen ein bisschen weiter nach vorne. Und dann ganz rund werden, ganz bewusst aus dem unteren Rücken langsam nach oben ziehen, den Oberkörper nach vorne hängen lassen, ganz am Schluss erst die Zehenspitzen aufstellen und in den Liegestütz kommen und dann wieder rechtes Bein, linkes Bein näher heranstellen für den Abschauen. Den linken Fuß in die Matte pressen, das rechte Bein wieder weit nach oben im Kniegelenk beugen. Und jetzt kreisen wir das ganze Bein. Wir lassen das Knie nach unten sinken und kreisen aus der Hüfte nach außen. Ganz groß werden. Viermal in die eine Richtung. Wenn das Knie nach unten zeigt, dann aktiv in die andere Richtung nach oben führen. Wir kreisen das Bein in die andere Richtung. Auch hier viermal. Und dann das Knie angepickt lassen und gleich nach vorführen, hinten die Ferse anheben, Kinn anheben, das Bein nach vorstrecken, wieder abdrücken, um das Bein heranzusetzen. Aus der halben Vorwärtsbeuge in die ganze Vorwärtsbeuge kommen, einrollen, die Arme über den Kopf ziehen, Blick nach oben und ausatmen, die Arme wieder absenken, zweite Seite. Einatmen, die Arme nach oben und über das Herz nach unten kommen. Kopf, Beine eingerollt, dann in die halbe Vorwärtsbeuge ausrollen. Wieder klein werden, das linke Bein nach hinten steigen. Ganz bewusst das rechte Bein nachsetzen. Knie absetzen, Herz und Kinn. Eine große Kobra und mit flachen Beinen nach hinten in die Stellung des Kindes, mit den Fingern wieder ein bisschen nach vor wandern, Hände vollflächig auflegen und dann aus dem unteren Rücken den Katzenbuckel einleiten, ganz weit nach vorschieben und erst am Schluss, wenn der Kopf schon über deinen Händen ist, die Beine strecken, die Zehenspitzen
absetzen oder zurücksteigen in den Abschauen. Rechten Fuß fest in die Matte schieben, vor allem die Ferse am Boden lassen, das linke Bein anheben, im Kniegelenk beugen und den Kreis wieder. Egal in welcher Richtung du beginnst, viermal in jede Richtung. Ganz satte, große Kreise. Das Ende ist damit, das Knie nach unten zeigt und dann viermal in die andere Richtung. Drei, zwei, dann lass das Knie unten, zieh den Oberkörper und das Knie zusammen, rutsche gemeinsam nach vor, bis der Fuß wieder zwischen die Hände kommt. Hebe das hintere Bein, stell den Fuß zurück zum anderen, roll dich ein, zieh dich langsam nach oben, streck die Arme, streck den Oberkörper und die Hände wieder absenken. Schön langsam wird uns warm und diese Wärme soll auch dauernd in unserem Körper vorhanden sein. Wieder einatmen, die Arme über den Kopf, langsam nach hinten setzen. Wir kennen diese Bewegung schon wie im Schlaf. Oberkörper anheben. Wir steigen zuerst mit dem rechten Bein nach hinten, dann mit dem linken Bein. Bleib kurz im hohen Liegestütz. Jetzt setze deine Knie ab und wir rutschen langsam nach unten, gleich mit einem angewinkelten Arm. Das heißt, wir bleiben jetzt mit dem Oberkörper gerade und ganz knapp bevor du am Boden bist, hebe dich wieder heraus und dann drück auf den Riss deiner Füße in die Matte und hebe deine Oberschenkel für einen Aufschwung. Und von hier hebe deinen Oberkörper, lass jetzt die Stellung des Kindes aus und du spannst zurück in einen abschauenden Mund. Du bleibe für einen Atemzug, wir werden den Übergang für den aufschauenden Mund noch ein paar Mal machen, keine Angst. Dann hebe dein rechtes Bein wieder weit nach oben ziehen. Wir beugen wieder im Kniegelenk. Jetzt versuch dein Knie ein bisschen höher zu heben und die Hüfte weiter aufzumachen. Roll deinen Kopf ein bisschen weiter ein und schau nach oben zu deinem Bein. Dann strecke dein Bein weit nach oben. Senke die Hüfte, senke das Bein und am Schluss das Knie wieder zum Kinn führen, den Fuß nach vorn setzen. Und wir heben uns wieder ab, strecke das linke Bein, setze den Fuß dazu und roll dich mit dem Kopf und den Beinen ein und komm langsam nach oben, strecke die Arme über deinen Kopf und ausatmen. Die Arme zur Seite führen, zweite Seite einatmen, nach oben, einroll nach unten. Mit der Strecke der Beine den Oberkörper herausziehen und dann das linke Bein nach hinten steigen lassen. Das rechte Bein kommt dazu. Wir setzen zwar die Knie ab, allerdings den Oberkörper flach nach unten neigen. Die Arme sind ganz knapp an der Taille, Zehenspitzen sind flach und dann hebe dich von hier heraus und drück mit dem Rist in die Matte, sodass du deine Beine abheben kannst. Brustkorb kommt weit nach vor. Und dann hebe deinen Oberkörper, wir rollen über die Beine oder steigen die Füße in den abschauenden Hund. Am Anfang wird das ungewohnt sein, es hat auch jeder hier ein anderes Gefühl in den Zehengelenken. Das heißt, dann gerne ein Bein nach dem anderen. Rechter Fuß in die Matte pressen, das linke Bein nach oben ziehen, Kniegelenk beugt. Wir öffnen die Hüfte ein bisschen mehr, sodass das Knie weit nach oben sein kann. Den Kopf ein bisschen weiter einrollen. Vielleicht ziehst du dein Bein nach oben, schwebend. Die Arme bleiben kräftig. Schön herausdrücken. Dann streck dein Bein. Senke deine Hüfte und ganz knapp, bevor der Fuß den Boden berührt, schiebe ihn nach vor. Setze zwischen deine Hände. Drück das hintere Bein ab. Schließe die Beine, schließe den Oberkörper und beende diese Runde deines Sonnengrußes mit weit geöffneten Armen, einer tiefen Ein- und Ausatmung. Mit der Einatmung bring deine Arme weit über den Kopf und lass dich nach unten sinken, bring deine Hände zum Boden, geschmeidig in die halbe Vorwärtsfolge, Beine beugen, das rechte Bein nach hinten, das linke Bein nach hinten. Einmal probieren wir es noch in dieser Form. Die Knie absetzen, den Oberkörper quasi in den Liegestütz bringen, Füße sind flach
und dann geschmeidig gemeinsam Oberkörper und Beine innen aufschneiden und führen und von hier den Oberkörper anheben und über die Zehen innen abschneiden und rollen. Sehr gut. Je öfter man es macht, desto geschmeidiger wird es. Irgendwann werden wir vielleicht heute sogar das sogenannte Chaturanga machen. Du brauchst keine Angst haben, das schaffen wir gemeinsam. Locker. Hebe wieder dein rechtes Bein, beuge das Kniegelenk, drehe jetzt den Oberkörper ein bisschen stärker mit. Schau unter deiner rechten Achselhöhle durch. Sinke noch tiefer mit deinem Oberkörper. Und dann streck dein rechtes Bein nach weit nach oben. Lass die Zehenspitzen ganz lang nach oben wandern. Und dann führ das Bein zur Seite. Und erst wenn du knapp am Boden bist, das Knie wieder zum Herz, zum Kinn, zur Nasenspitze führen, nach vor steigen lassen und Bein anheben, schließen, Nasenspitze zum Knie einrollen und wieder aufrichten. Du spürst schon, dass wir jeden Sonnengruß ein bisschen kraftvoller werden, ein bisschen mehr einbauen. Zweite Seite einatmen, die Arme über den Kopf und wieder einrollen nach unten, herausstrecken und linkes Bein zuerst nach hinten steigen lassen, dann das rechte Bein. Knie absetzen, gemeinsam nach unten kommen und dann Füße flach mit dem Aufrichten des Oberkörpers, Riss in die Matte drücken, Beine anheben, Kinn leicht nach vorstrecken und über die Zehen wieder innen abschauen und wandern. Hier vielleicht eine extra Ein- und Ausatmung einbauen. Und dann hebt das linke Bein weit nach oben, beuge das Kniegelenk, dreh die Hüfte ein bisschen, dreh deinen Oberkörper, dass du auch da unter deiner linken Achselhöhle durchschaust. Die Fingerspitzen sind immer aufgefächert, sodass du möglichst viel Fläche hast zum Abstürzen. Und dann strecke dein Bein nach oben. Lasse die Zehen flach, führe das Bein in einen weiten Bogen gestreckt über die Seite bis zur Mitte und ganz am Schluss erst wieder beugen, nach vorziehen, das rechte Bein dazustellen, ausatmen, zusammenfassen, einatmen, wieder aufrichten und die Hände absetzen. Ich glaube, wir können ein Stück weiter gehen. Der Einatmen, die Arme nach oben, strecke dich dabei immer weiter raus und dann sinke nach unten, entspanne deinen unteren Rücken, roll dich an, mit der nächsten Einatmen wieder weit heraus zu wachsen. Und zieh die Nasenspitze zum Kniebeug, die Beine jetzt noch ganz ein bisschen, steig mit dem rechten Bein, mit dem linken Bein nach hinten. Jetzt wird spannend, wir lassen jetzt die Beine gestreckt, klemmen die Oberarme fest in die Rippen, senk uns ein bisschen nach unten, muss nicht viel sein, und dann schieb dich heraus. Und im Schieben länge deine Zehenspitzen. Und schon sind wir im Aufschauen. Und dann roll über die Zehen in deinen Abschauen. Sehr gut. Wunderbar. Kopf ist eingerollt. Wir heben wieder das rechte Bein nach oben, beugen Kniegelenk. Öffne, soweit du kannst. Und jetzt ziehen wir das gestreckte, gebeugte Bein ein bisschen näher nach vor Richtung Arm. Strecken das Bein ganz kurz. Dann beugt das Bein wieder. Drehe das Knie weiter und bring den Fuß, das Knie zu deinem linken Oberarm. Dann zur Mitte. Flexe deinen Fuß und stell den Fuß direkt vorne ab. Bring das linke Bein wieder nach oben in die Luft. Setz es zurück. Und lehne dich wieder mit den Beinen, Oberkörper zusammen, beuge die Knie ganz leicht, rolle dich auf, streck dich nach oben und löse beide Arme. Einatmen, die Arme nach oben ziehen, streck dich weit heraus und roll dich zusammen. Fingerspitze nach dem Boden in die Welle, kommst du in die halbe Vorwärtsbeuge. Oberkörper anheben, nicht zu viel die Knie beugen. Links steigt zurück, rechts steigt zurück. Beide sind gestreckt, zweite Runde Chaturanga. Ganz leicht die Arme wieder anlegen an die Rippen und nicht zu tief absinken, wirklich nur ein bisschen. Und dann schiebt den Oberkörper wieder weit raus und länge beide Zehenspitzen. Roll zurück, innen abschauen. Sehr gut.
Und ausatmen und das linke Bein anheben, in Kniegelenk beugen. Das Knie rollt nach vor Richtung Arm, dann kurz das Bein aufstrecken, das Bein wieder beugen. Jetzt roll den Fuß weiter nach vor, bring das Knie zu deinem rechten Oberarm und zieh das Bein ein bisschen nach vor, Fuß gebeugt, Fuß geflext, den Fuß vorne absetzen und das zweite Bein in unserer altgewohnten Weise gestreckt heranziehen, kurz Oberkörperbeine zusammenführen, einrollen, nach oben strecken, Blick nach oben und ausatmen, die Arme absenken. Wir machen jetzt noch eine Runde, dann möglicherweise eine kleine Pause. Einatmen, bring die Arme wieder über den Kopf, roll dich nach unten. Viele Varianten für den Sonnengruß, alles aus dem Sonnengruß A. In einer Variante den rechten Fuß nach hinten, das linke Bein nach hinten, beginnt gleich ins Chaturanga, leicht nach unten, Zehenspitzen flach, Oberkörper schön innen aufschauen, den Mund über die Zehen, innen abschauen. Und eben gleich das rechte Bein wieder weit nach oben beugen, Kniegelenk öffnen, deine Hüfte. Und wir rollen das Knie nach vor Richtung Oberarm. Dann zieh über die Mitte zu deinem linken Arm. Mach einen Schwenk zu deinem rechten. Zieh das Knie dann wieder gestreckt zur Seite und bring das Bein nach oben. Wir machen das gleich jetzt noch einmal. Kniegelenk beugen. In einem weiten Bogen von rechts außen nach links zum Ellbogen, Oberarm, dann gleich zur rechten Seite. Von hier den Fuß zur Seite ausstrecken und dann zurück in den dreibeinigen Hund. Das Knie beugen, Nasenspitze und Knie zusammen und dann das Bein normal nach vorstellen. Abdrücken, den Fuß heransetzen. Tief und innig den Oberkörper absenken, Knie beugen, um das Aufrichten zu erleichtern, bis die Hände sich finden und ausatmen, Kopf absenken, einmal ein- und ausatmen, Kraft für die zweite Seite finden, hochkommen, einatmen, langsam zusammenkommen, ausatmen, einrollen, herausstrecken. Und linkes Bein nach hinten steigen, das rechte Bein kommt zurück. Wir gehen ein bisschen nach unten ins sogenannte Chaturanga. Zehenspitzen flach den Oberkörper aufrichten und über die Zehen in einen abschauenden Mundpopo zeigt als höchster Punkt nach oben. Linke Seite, das Bein nach oben heben, Kniegelenk winkelt ab und wir machen jetzt wieder einen großen Bogen. Von links kommen. Ziehen wir das Knie zum rechten Oberarm, bleiben hier, ziehen das Knie zum linken Arm, strecke dann das Bein und schwing dich zurück mit gestrecktem Bein nach oben. Zweites Mal das Knie abwinkeln, in einen weiten Bogen von links kommen, zum rechten Arm, von hier zum linken Arm, dann das Knie ausstrecken und mit Kraft aus den Händen das Bein nach hinten führen. Knie beugen, knallt gerade nach vor zeigen, das Fuß vorne absetzen, abheben, linkes Bein. Vielleicht steht schon, das rechte kommt dazu. Langsam einrollen, aufrichten, die Arme weit über den Kopf ziehen und jetzt zum Abschluss die Hände vor das Herz führen. Wir öffnen Zehenspitzen, Fersen, bis wir in einer weiten Hüftöffnung stehen, Arme bleiben vor dem Herzen, dann langsam die Knie beugen, den Oberkörper ein bisschen nach vor lehnen und wir setzen uns quasi zwischen unsere Beine in eine entspannte Hocke. Nicht zu tief nach unten gehen, ja, ihr wisst es vielleicht schon, sondern wirklich aufrichten, mit den Armen gegen die Beine pressen, die Handflächen sind auch aktiv und wir ziehen uns langsam heraus. Den Füßen aktiv, vielleicht auch ein bisschen hin und her schaukeln, das Gesäß nach oben halten, aktiv im ganzen Körper, trotzdem ruhig und gleichmäßig atmen.
Und dann kippe den Oberkörper leicht nach vor, presse deine Hände auf den Boden, hebe deine Fersen und wenn du die Krähe oder den Kranich probieren möchtest, dann folge mir jetzt einfach. Wir verlagern das Gewicht weiter nach vor. Du presst deine Oberschenkel gegen deine Oberarme und es reicht, wenn du den Oberkörper nur ein bisschen nach vor neigst. Ja, ich mache es wieder seitlich vor. Ganz leicht nach vorbeugen, das reicht schon. Ja. Oder du versuchst nochmal beide Beine ganz kurz abzuheben, wieder zurückzuschubsen. Oder du bist mutig, dann das Gewicht mehr nach vor verlagern, Popo weiter nach vorziehen und die Fersen zusammenführen. Ja, gut, gut, gut. Und dann wieder absetzen. Oberkörper ein bisschen ausrollen, Hände wieder zum Herzen führen. Gerne die Fersen jetzt in der Luft lassen und von hier richte dich langsam wieder auf und schließe deine Beine, komm nach vor zum Mattenrand. Sehr gut. Wieder aufrichten, die Beinmuskulatur in die Fußsohle hineinpressen, den Oberkörper herausziehen, Schultern absenken, Kopf ist ganz entspannt. Und dann atme wieder ein, bring die Arme nach oben. Beuge die Knie, lass dich zusammenfalten. Streck dich heraus in die halbe Vorwärtsbeuge. Beuge die Knie ganz leicht, setze nach hinten. Und Chaturanga. Zehenspitze flach, einatmen. Aufscheuerung über die Zehen in den Abscheuerungshund. Jetzt hebe dein rechtes Bein, beuge das Bein. Wir setzen den Fuß vorne ab. Richten deinen Oberkörper ein bisschen weiter auf und du drehst hinten die Ferse, also dass du mit dem ganzen Fuß am Boden bist. Dann strebe mit deinem Oberkörper langsam nach oben, bring deine Hände wieder zusammen in den sogenannten Krieger 1. Wichtig ist jetzt hier, dass das Knie schön gebeugt bleibt, Richtung kleine Zehe zeigt und das hintere Bein gestreckt ist. Und mit den Fingern weit nach oben ziehen, wenn es für dich im Nacken nicht möglich ist, dann die Hände auch gerne diagonal nach vorne. Dann bring die Hände wieder zum Herzen zurück, beuge dich nach vor, roll den linken Fuß wieder gerade, setze dein rechtes Bein nach hinten. Wir machen noch ein Chaturanga, aufscheuern Hund. Über die Zehen, in den Abscheuern und wir bleiben noch immer auf der rechten Seite. Das rechte Bein anheben, beuge im Kniegelenk. Wir machen wieder kurz unsere Masche, aber nur einmal. Von vorne seitlich beugen, zum linken Arm, zum rechten Arm, das Bein nach hinten strecken, aktiv nach oben ziehen und dann von hier das Bein nach vor strecken, abheben, dazustellen, schließen und aufrollen, Arme weit nach oben ziehen und die Arme ausstrecken. Einatmen, die Arme nach oben, führen mit den Händen vor das Herz, langsam nach unten rollen, herausrollen in die halbe Vorwärtsbeuge. Von hier mit dem linken Bein nach hinten steigen, mit dem rechten Bein dazukommen, unseren Liegestütz, Chaturanga, aufrichten in den aufscheuenden Hund und über die Zehen in den abscheuenden Hund. Das linke Bein weit anheben, Knie beugen, wir schieben das Bein nach vor, bis dir Fuß zwischen die Hände kommt. Jetzt dreh hinten die Ferse ein, schau gerne nach hinten. Hebe den Oberkörper leicht an, damit dein Herz Platz bekommt und drücke dich aktiv nach oben. Führe deine Hände wieder zusammen. Der Blick folgt den Händen, entweder gerade nach oben oder leicht geschrägt. Das Knie parallel über den Boden, leicht zur kleinen Zehe gerichtet. Dann die Hände vor das Herz richten, Oberkörper nach vor, hinten die Ferse gerade richten, das linke Bein dazustellen, kleines Chaturanga, aufschauender Hund, über die Zehen der Innen, abschauenden Hund. Und wir machen unser Mascha mit dem linken Bein, anheben, das Knie beugen, von außen führe dein Knie nach rechts, zum linken Arm, gestreckten Fuß mit Schwung nach hinten, das Bein in den Dreibeinigen, Knie abwinkeln, nach vorsetzen, den rechten Fuß dazu bringen, einrollen,
Beine gebeugt beim Aufrichten, Arme folgen den Händen. Und ausatmen, die Hände absetzen. Mache hier noch ein zweites Mal die Kombination mit dem Krieger 1. Einatmen, die Arme nach oben, sinken hinunter in die sogenannte Utkatasana. Jetzt aktiver werden, strecken uns heraus in die halbe Vorwärtsbeugung. Dann mit dem rechten Bein nach hinten, mit dem linken Bein nach hinten. Leichtes Chaturanga aufschauen nach unten. Wenn es dir zu viel wird, machen wir hier die Anfangsvariante mit den Knien am Boden. Rechtes Bein anheben, Knie nach vorführen, hinten den Fuß absetzen, aufrichten für den Krieger 1. Und jetzt bringe die Hände verschränkt hinter deinen Kopf und dann lehne dich kurz gegen deine Hände, gleichzeitig schiebe den Knie weiter nach vor, sodass wir eine angenehme Rückbeuge andeuten. Atme ein, extra mal ein und aus. Und dann die Arme lösen, nach vorbeugen, Hände zum Boden, das Bein nach hinten schieben, Chaturanga. Aufschauen und einatmen, über die Zehen, ausatmen. Wir heben jetzt wieder das rechte Bein, beugen Kniegelenk. Wir werden so eine kleine Veränderung machen. Wir machen jetzt einmal die Drehung von außen bis zum linken Arm. Dort bleiben wir. Jetzt führe deinen Fuß außen am Arm vorbei, sodass dein Fuß an der Außenkante auf Höhe deiner linken Hand ist. Die linke Ferse drehe nach innen und dann drehe deinen Oberkörper so lange, bis du deinen linken Arm vom Boden abhebst und führe deinen linken Arm nach oben in eine Seitstützvariante. Alles aus dem Sonnengruß heraus. Den linken Arm wieder zurück, für Blick nach unten, hinten den Fuß gerade stellt und das rechte Bein gestreckt nach hinten führen. Absetzen und wir machen nur kurz einen hohen Liegestütz. Dann wieder nach hinten, das rechte Bein anheben, nach vorschneiden und selbstständig schließen, so wie wir es jetzt, glaube ich, schon fast 100 Mal gemacht haben. Und treffen uns wieder im geraden Stand. Zweite Seite, einatmen, heben deine Arme, beuge die Knie, roll dich zusammen, bring die Hände flach zum Boden, streck dich gerade heraus. Und führe dein linkes Bein zuerst nach hinten, dann das rechte Bein. Wir gehen leicht ins Chaturanga, in den aufschauenden Hund und in den abschauenden Hund. Hebe dein linkes Bein, wir steigen nach vor, hinten die Ferse wieder eindrehen, Oberkörper in den Krieger 1 anheben und die Hände hinter deinem Kopf. Ineinander verschränkte Finger, wir lehnen uns leicht nach hinten, öffne deine Arme, Ellbogen ziehen zur Seite, das Knie weiter nach vorschieben, Hüfte geöffnet lassen, Blick nach oben, sanftes Atmen, sehr gut. Und dann die Arme lösen, schwungvoll nach vor, das linke Bein zurückführen, Chaturanga, aufschauen, Hund, abschauen. Gut, das war der einfache Teil. Jetzt wird es wieder ein bisschen kniffliger. Das linke Bein anheben, im Kniegelenk beugen. Wir führen das Bein zur Seite bis zum rechten Arm. Dann den Fuß außen zum rechten Arm führen. An der Außenkante bleiben. Hinten den Fuß ein, die Ferse zeigt nach links. Und dann langsam den Oberkörper drehen, den Arm rechts mitnehmen, nach oben ziehen und vielleicht auch hinaufschauen, damit die Bewegung aus der unteren Hüfte weit nach oben kommt. Der linke Arm bleibt sanft gestreckt, kraftvoll. Und dann bringt zuerst den rechten Arm zurück, dreht die rechte Ferse zurück. Und was haben wir gemacht? Das Bein aufgestellt und leicht in den Liegestütz in das Brett gebracht. Von hier wieder zurück. Das linke Bein anheben, schwungvoll nach vorführen. Das rechte Bein anheben, zurücksetzen, zusammenklappen, einrollen und die Hände nach oben führen und dann zur Seite ausbreiten. Geht's gut, ja?
Wir machen diese Seitstützbewegung noch einmal. Auch hier, wenn man es öfters macht, es ist im Prinzip sehr viel Körperspannung hier notwendig, Spannung in den Beinen und die Hände, die fliegen fast von alleine. Ja? Also es ist gar nicht so sehr, dass du ein Kraftbolzen in den Armen sein musst, sondern es ist ein Zusammenspiel von primär Herz, Bauch, Beine, Po, Gesicht natürlich auch. Gut, probieren wir es ein zweites Mal. Einatmen, bring deine Arme nach oben, roll dich wieder ins Utkatasana hinein. Von hier in die halbe Vorwärtsbeuge. Setze die Hände ab, das rechte Bein nach hinten, das linke Bein nach hinten. Ein kleines Chaturanga, es muss nicht tief sein. Einfach nur Schwung nehmen, um vom aufschauenden Hund in den abschauenden Hund zu kommen. Wir machen zuerst wieder den Krieger 1. Das rechte Bein nach vorführen, hinten die Ferse eindrehen und die Arme über den Kopf ziehen. Wir machen eine andere Armbewegung und zwar lass deine Arme zur Seite fallen und löse, sodass der rechte Arm unterhalb ist, der linke Ellbogen sich hineinlegt und verschränke beide Hände in sogenannte Adler Mudra. Jetzt zieh das rechte Knie noch ein bisschen weiter nach vor und länge nur den Oberkörper, indem wir die Arme aus den Schultern möglichst weit nach oben ziehen. Je höher die Arme kommen, desto tiefer gehen wir ins Knie hinein. Mit dem linken Bein stemmen wir uns quasi dagegen. Eine extra Ein- und Ausatmen, für die Fingerspitzen ein bisschen weiter nach oben führen. Und dann die Arme zur Seite ausbreiten und von hier flach zum Boden führen. Wir steigen wieder nach hinten, machen ein kleines Chaturanga. Aufschauender Hund, abschauender Hund. Gut, bereit für unseren fliegenden Teil. Das rechte Bein anheben, im Kniegelenk beugen, Hüfte aufdrehen, einen wunderschönen Bogen beschreiben bis zum linken Oberarm, deinen Fuß nach vor schieben, hinten die Ferse einrollen. Du kannst es noch ein bisschen mehr schieben, wenn du möchtest, quasi in den Spagat kommen und dann zieh dich nochmal weit heraus, jetzt lass aber den Arm über deinem Kopf und länge dich noch mehr aus den Hüftbogen nach oben. Jawohl, genau, sehr schön. Ich spüre schon, wie gut du das kannst. Und dann bringe die linke Hand zum Boden, hinten die Ferse aufstellen, das rechte Bein dazustellen, in den abschauenden Hund kurz kommen, von hier in den hohen Liegestütz, dann noch einmal in den abschauenden Hund und dann das rechte Bein zurückziehen. Achtung jetzt, wenn du das linke Bein anhebst, flexe deinen Fuß, zieh die Ferse möglichst weit nach oben und dann für einen kurzen Moment komm in den sogenannten dritten Krieger, bring deine Hände zusammen, führe sie zum Herzen. Zieh das Ferse noch ein bisschen höher und dann stell das Bein zurück und mach dich jetzt erst klein, Nasenspitze zu den Knien und aufrollen, langsam die Arme wieder nach oben bringen. Und ausatmen, die Hände absetzen. Mach jetzt noch die zweite Seite. Einatmen, bring die Arme weit über den Kopf und roll dich wieder ein. Ausstrecken, die halbe Vorwärtsbeuge. Linkes Bein steigt zuerst zurück, dann das rechte Bein. Oberkörper absenken, Zehenspitzen flach in den aufschauenden Hund, über die Zehen in den abschauenden Hund. Steige mit dem linken Bein nach vor, Ferse rechts eingedreht in den Krieger 1. Dann die Arme zur Seite öffnen, jetzt den unteren linken Arm als unteren Arm nehmen, wieder die Hände ineinander verschränken und wir beginnen die Arme nach oben zu ziehen, das Knie nach vor zu beugen. Eine sehr intensive Bewegung für unsere Schultern, weit herausziehen, gleichzeitig müssen wir die Stabilität aus dem Becken, aus dem Bauch heraus halten. Noch einen Atemzug. Und dann löse die Hände zur Seite, Schultern entspannen, die Arme wieder nach unten führen, linkes Bein nach hinten steigen. Chaturanga, aufschauender Hund und abschauender Hund. Gut, linkes Bein anheben, Kniegelenk beugen, weiter oben, von links nach rechts kommen. Schieb den linken Fuß vorbei, wird ein bisschen größer machen noch. Hinten ist die Ferse nach links gedreht, den Oberkörper anheben, leicht herausdrehen und dann streck dich in diesen Bogen hinein.
Lass beide Beine gestreckt, richte den Blick nach oben und zieh deine Hüfte nach oben. Jawohl. Dann Blick nach unten, rechte Hand zurück, hinten die Ferse aufsetzen, zurücksteigen, kurz in den Abschein runter, damit die Beine wieder parallel nebeneinander sind. Liegestütz, Abschein runter. Linkes Bein steigt nach vor, hebe dein rechtes Bein an, flexe die Ferse, zieh dich ein bisschen nach oben, bis die Hände den Boden verlassen, bring deine Hände ans Herz und dann bleibe kurz im Krieger 3, in einer Variante vom Krieger 3 und stell das Bein zurück, klapp dich zusammen und roll dich langsam auf, Hände über den Kopf. Und ein allerletztes Mal für heute, hebe deine Arme nach oben, lege dich nochmal nach unten, komm in die halbe Vorwärtsbeuge. Jetzt probieren wir nach hinten zu springen, das heißt, du setzt deine Hände auf, beuge deine Beine, wir versuchen zuerst, ersten Schritt mit drei Hopser nach hinten, das heißt, einmal, zweimal und beim dritten Mal bist du im hohen Liegestütz. Von hier ins Chaturanga, in den Aufschwingen. In den Abschein. Wir steigen wieder nach vor in den ersten Krieger. Jetzt bring deine Hände hinter deinen Rücken, verschränke die Finger und dann schieb dein Herz nach vor, lehne dich ein bisschen nach hinten, hebe deinen Kopf. Du kannst entweder hier bleiben, wenn du weitergehen möchtest, zieh deinen Oberkörper am inneren Oberschenkel vorbei, roll dich ein, mach einen runden Rücken, blicke unter deinen Beinen hindurch und hebe deine Arme nach oben. Ein erster Krieger, der sich vor sich selbst verbeugt. Mal atmen, ein und aus. Und dann roll mit dem Rücken wieder nach oben. Löse die Hände, bring sie nach oben und von hier flexe deine Hände. Zieh die Arme nach hinten. Chaturanga, aufschauen nach unten und abschauen nach unten. Gut, wir machen jetzt eine andere Position. Was gleich bleibt, ist, dass Sie das Bein weit nach oben ziehen und den Kniegelenk beugen. Allerdings schieben wir jetzt die Ferse nach hinten, das heißt, flexe deinen rechten Fuß und jetzt die Bewegung geht nach links. Sie heben den linken Fuß an und dann drehe die linke Ferse nach links außen. Und setze deinen rechten Fuß hinten ab, ja, sodass wir jetzt hier quasi darin schweben. Wir können gleich hier bleiben oder du setzt dich kurz hin. Wenn du das nicht brauchst, dann mach eine Beuge zurück. Wild Thing oder Rockstar nennt sich diese Position. Mal weit herausstrecken, Hüfte gemeinsam anheben. Und dann wieder lösen. Blick nach vor. Zuerst die Hand. Dann die Füße im Abschein rund orientieren, kurz in den Liegestütz kommen, zurückwandern, das rechte Bein anheben, nach vor steigen. Wir machen gleich den dritten Krieger, ziehen jetzt die Hände automatisch zur Brust, das Bein wird ein bisschen höher führen, dann das Bein absenken, einrollen, Arme nach oben. Und ausatmen. Mach jetzt noch die zweite Seite, dann haben wir die Sonnengröße für heute fast geschafft. Es ist bei mir jetzt auch gerade schon dunkel. Ich weiß nicht, wann du praktizierst. Okay, wir hüpfen wieder gemeinsam nach hinten. Machen wir es noch einmal mit dreimal. Hände fest in den Boden. Für eins, zwei, passend für die Osterzeit. Und Chaturanga. Aufschauen nach unten. Und abschauen nach unten. Mit dem linken Bein nach vor in den Krieger 1. Das ist jetzt uns schon so geläufig, als würden wir nie was anderes gemacht haben. Die Hände hinter den Rücken ineinander greifen. Schau, dass deine Schulterblätter weit nach hinten gehen. Knie wieder nach vor pressen. Leicht nach hinten lehnen, einatmen. Und wenn du möchtest, komm mit der linken Schulter nach innen an den Oberschenkel. Und wenn du den Kopf tief nach unten bringst, dann roll dich fast ein bisschen ein. Die Arme so weit du kannst nach oben strecken.
Lass aber die Schultern offen. Blick durch die Beine hinweg. Gut ein- und ausatmen. Arme noch vielleicht ein bisschen weiter ziehen. Und dann den Kopf heben, langsam aufrollen. Die Arme nach oben ziehen, Handflächen geflext und nach vorkommen. Linkes Bein steigt nach hinten, Chaturanga, aufschauen nach unten, abschauen nach unten. Gut, wir machen jetzt unsere Balanceposition zur Armkräftigungsposition auf der zweiten Seite. Das linke Bein anheben, Kniegelenk beugen, flexe deinen Fuß, hebe die rechte Ferse, dreh die rechte Ferse nach außen. Und dann zieh dein linkes Bein langsam Richtung Boden, bis die Zehenspitzen aufgerichtet sind. Und von hier mach einen wunderschönen Bogen mit deinem Oberkörper. Hebe vor allem deine Hüfte und drück dich mit den Beinen, mit den Füßen fest nach oben. Einmal Star sein im Stars Fitness. Dann Blick nach unten. Die Hand. Die Füße innen abschauen, den Hund bringen, innen hohen Liegestütz kommen, innen abschauen. Mit dem linken Bein nach vorsteigen, mit dem rechten Bein gleich in den Krieger 3 kommen, das Bein absetzen, noch einmal zusammenfallen und aktiv nach oben kommen. Die Hände vor dem Herzen. Dreh mich wieder hier hin. Zehenspitzen, Fersen, Zehenspitzen zur Seite öffnen. Und wir gehen ein zweites Mal in die Hocke hinein, die Knie öffnen zur Seite, wir legen uns nach vor, rollen uns kurz ein. Hände kommen hinter den Kopf. Und von hier den Oberkörper wieder ein bisschen anheben. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen weniger gehen als vorhin, weil die Hände blockieren. Gerne den Kopf auch nach hinten, nach unten gerichtet halten. Versuche allerdings die Füße fest am Boden zu halten. Herausstrecken, das Gesäß ein bisschen anheben und dann den Oberkörper wieder nach vorbeugen. Wenn du willst, noch einmal die Krähe probieren. Übung macht den Meister, deswegen machen wir es ein zweites Mal. Du musst nicht, ja, es kann sein, dass du jetzt beim zweiten Mal schon wirklich fliegst. Oder du schaust einfach zu. Hände nochmal anlegen, die Beine gegen die Arme drücken, Oberkörper nach vor verlagern. Ich hebe auch immer das Kinn ein bisschen an, damit ich die Bewegung nach vor habe. Und dann ganz sanft, ja, vielleicht ist es nur ein bisschen herantupfen. Vielleicht lässt du die Arme auch weiter gebeugt und lehnst dich nur so nach vor. Auch das wäre eine Möglichkeit. Ja, einfach nur mal die Beine den Boden verlassen lassen. Und vielleicht ein zweites Mal noch. Jawohl. Herumspielen damit. Und es passt sich jetzt ganz gut, dass wir die Hände nach hinten legen und uns hinsetzen. Wir wollen jetzt ein bisschen zur Ruhe kommen. Nachdem wir ja jetzt doch durch die Sonnengröße ständig hoch, tief gekommen sind, hoffe ich, dass der Kreislauf gut durchblutet ist. Zur Entspannung machen wir das Bodhanavasana. Wir lehnen uns ein bisschen nach hinten. Zieh den Knie nach Richtung deinem Oberkörper. Du kannst gerne die Schienbeine greifen. Roll dich einmal ganz kurz nach hinten und von hier dann wieder mit dem Oberkörper, mit der Brust zu den Beinen kommen. Dann lass dich nochmal nach hinten gleiten und komm noch einmal nach vor. Und dann letztes Mal nach hinten gleiten. Und beim nächsten Mal hebe deine Unterschenkel. Es muss jetzt nicht mehr sein, wirklich nur die Unterschenkel. Vielleicht ganz kurz mit dem Finger noch in die Kniekehle greifen und dann senke deine Hände parallel neben deine Unterschenkel. Von hier strecke deine Beine, lehne dich ein bisschen nach hinten und bring deinen Oberkörper auf die Matte und dann auch die Beine. Zieh das rechte Bein zur Brust. Greif mit einer Hand zum Knöchel, mit der anderen Hand seitlich nach außen. Greife deine große Zehe. Mit der linken Hand in die Hüfte greifen, dann probiere dein Bein auszustrecken und wieder zu beugen. Ausstrecken und beugen. Noch einmal
ausstrecken und beugen und das Bein loslassen. Dann hebe dir, hole dir das linke Bein heran, zuerst seitlich an der Brust vorbei, greife die große Zehe, rechte Hand parkt am Oberschenkel und das Bein wieder vorsichtig strecken und beugen, strecken und beugen. Das Strecken, soweit es für dich möglich ist, nochmal strecken und beugen und das Bein ausstrecken. Wir ziehen einmal kurz die Arme weit über den Kopf, längen unsere Bauchdecke, dann beide Beine schwungvoll heranziehen. Wir heben kurz den Oberkörper, greife von innen zu der Außenkante deiner Füße, lehne dich dann wieder nach hinten und dann öffne von hier die Unterschenkel, Oberschenkel so weit, dass du hier einen 90-Grad-Winkel bildest. Für Happy Baby, nach den vielen Sonnengrüßen haben wir uns diesen Spaß wirklich verdient. Versuche mit den Armen leicht gegen die Unterschenkel zu pressen und öffne deine Beine noch ein bisschen mehr. Du kannst hier statisch bleiben oder du fängst an, ein bisschen den Rücken zu massieren, indem du dich seitlich hin und her strampelst, ja, wirklich wie ein Baby. Wenn du in der statischen Variante bist, dann versuche deinen unteren Rücken möglichst flach auf die Matte zu bringen. Noch einmal fest nach unten, die Beine vielleicht noch ein bisschen weiter aufmachen. Und dann mit den Händen die Füße zusammenführen. Lass die Fußsohlen aneinander. Wir greifen zu den Knöcheln, Oberkörper anheben und dann roll dich gemeinsam nach oben. Wir bleiben gleich hier in Baddha Konasana, Oberkörper weit herausstrecken und dann rutsche ich, komm wieder nach vor, rutsche mit deinen Armen über deine Unterschenkel, sodass du möglichst weit nach vor kommst. Greife um deine Zehen herum, vielleicht sogar die Finger ineinander verschränken und dann rolle deinen Kopf ein. Richte deinen Blick zum Nabel, lass die Schultern zwar hängen, aber nicht so, dass die Schulter die Ohren berühren, sondern mach so eine Art Korb um dich herum. Die Beine sanft zur Seite öffnen, damit wir eine Dehnung im inneren Oberschenkel bewirken. Atme tief ein und aus. Noch ein letztes Mal. Und dann mit der nächsten Einatmung roll dich langsam wieder auf. Setze dich gerade hin. Führe deine Füße etwas enger. Vielleicht kannst du einen Schneidersitz machen oder eine Art halber Lotussitz, indem du das eine Bein über das andere legst. Wir bringen beide Arme noch einmal weit nach oben, einatmen. Mit der Ausatmung die Hände wieder nach unten, jetzt die Fingerkuppen aufsetzen. Einatmen, den Kopf heben, bis die Hände sich finden. Ausatmen, Kopf absenken, Fingerkuppen berühren den Boden. Und ein letztes Mal einatmen, Blick nach oben, streck dich nochmal weit heraus, hier bleiben wir. Verschränke deine Hände und zieh dich in die Länge heraus. Und von hier lass langsam den Kopf hängen, Handfläche hinter deinen Kopf, drück ein bisschen tiefer in deinen Nacken hinein. Atme tief in deinen Hinterkopf hinein und aus. Und dann hebe langsam wieder dein Kinn, öffne deine Arme zur Seite. Und dann bring deine Handfläche nach vor, bis der Daumen zu deinem Herzen zeigt. Mit den Händen gemeinsam ein bisschen nach oben schieben, das Kinn heranheben, die Schultern absenken. Einmal tief ein- und ausatmen, gerne einmal einatmen durch die Nase und laut durch den Mund aus. Ausatmen ist befreiend, gerade in den Zeiten, wo wir sehr viel die Maske tragen müssen. Nutze diese Phase, wo du auch wirklich mal laut ausatmest, am besten am Fenster oder in der freien Natur. Ein letztes Mal einatmen. Dann bring deine Hände nach oben, lege deine Stirn auf deinen Daumen. Ich sage vielen Dank fürs
mitmachen für das kleine Potpourri an Sonnengrüßen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten noch, aber wir haben jetzt möglicherweise noch viel Zeit, um gemeinsam hier Online-Videos zu machen oder hoffentlich auch bald wieder gemeinsam in einer gemeinsamen Praxis, egal ob Workout oder Yoga. Ich sage vielen Dank, wünsche dir alles Gute, bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Namaste und tschüss, Baba.